Alles Klärchenbärchen. So, ihr kommt her. Ein Schild. Ein Schild. Ich meine natürlich ein Topfdeckel. Ist eigentlich schade, dass auch wenn Chrono Trigger und Grandia wirklich meine Lieblinge sind, dass man leider nicht die Rüstung sieht, die man anzieht. Also man sieht da eigentlich immer nur die Charakter, so wie sie ganz am Anfang sind. Also man kann es nicht wie in Skyrim machen, dass man einfach immer eine fettere Rüstung anzieht. Das hat mir in Mass Effect 1 zum Beispiel sehr gefallen, dass die Rüstungen so vielfältig waren. Dass die einfach mal nach was ausgesehen haben. So, ein Schild. So, das nehmen wir natürlich gleich mit. Habt ihr gerade gesehen, den Kompass? Der hat sich so komisch gedreht. Als hätte der uns gezielt hierhin geführt. Ja, was Pfeile halt so an sich haben mit Kompassen. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Und zwar, dass wir erstmal unsere Ausrüstung ein bisschen verbessern sollen, ein bisschen ausbauen und dann gegen die Fetten kämpfen. Wo ging's hier lang? Oh, versuchen wir es mal. Wir versuchen es mal gar mit einem neuen Schild. Wir machen dann aber gleich einen V-Slash. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht gleich zu hart losen. Das zockt nämlich ganz schön. V-Slash. Komm schon, mach ihn fertig. Ja, das war schon ganz okay. Ja, ich mache einen. Oh, wir können schon gar keine Heilung mehr einsetzen. Ich nehme einfach mal Puff Puff. Puff Puff. Mach ihn fertig. Okay, ihr Zug. Das zieht natürlich schon mehr ab. Sue kann angreifen. Ich greife mal den mit normalen Attacken an. Und den ebenfalls. Yeah, did it. Den haben wir es gezeigt. Yes. Aber nur 8 Erfahrungspunkte. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Habe ich ein bisschen mehr erwartet. Das hätte mir jetzt echt. Das hätte mir jetzt echt gut gefallen, dass man für schwierige Gegner auch mal was zurückbekommt, ne? Hey, da liegt noch was. Was ist denn das? Ist das ein Krug? Granate. Okay. Was auch immer. Wir stehen wieder ein bisschen schlecht da, würde ich sagen. Ja, okay. Das geht noch. Justin könnte ein bisschen mehr Punkte vertragen. Aber egal. Hier war das Schild, ne? Gut. Alles klar, wir sollen da runter. Eine Heilstation. Yee! Also erstmal heilen. Und dann speichern. Hafen von Palm. Haben schon 2 Stunden gespielt. Geil. Okidoki. Leck mich Minen, sollte es heißen. Ich höre Grunz, Grunz. Ich habe Schlimmes in Befürchtung. Ja. Ich glaube, da habe ich zum ersten Mal, da habe ich richtig geloost bei dem Gegner. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt großartig besiegen können. Ich glaube, da braucht man eine richtig gute Taktik dafür. Oder ich muss einfach noch mehr Gegner besiegen. Bevor wir die hier machen. Denn das sind richtig harte Beißer. Also ich habe es auf jeden Fall so in Erinnerung. Aber gut, dass wir uns heilen konnten. Deswegen werden wir das jetzt so machen. Wir machen das so ähnlich wie ein Chrono Trigger. Ich werde jetzt einen V-Slash auf den zugreift zuerst an. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Wir nehmen einen Puff-Puff. Obwohl, nö. Wir greifen einfach normal an. Und zwar den hier. Und mit Justin machen wir einen V-Slash. Ich hoffe, wir können ihn oft genug. Wir können den V-Slash nur 2-mal einsetzen. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Wir greifen die mit den normalen Attacken an.
Ja, die waren mega stark. Sue muss gleich den nochmal angreifen, wenn sie es überhaupt überlebt. Ja, das meine ich nämlich. Die sind mega stark. Ich sollte eigentlich Sue heilen, ich habe jetzt aber keine Zeit, ich muss ja selber angreifen. Ja, ich glaube, wir werden verlieren, Leute. Aber ich gebe es... Oh, scheiße, Alter. Sue wird jetzt erstmal einen Trank benutzen. Weil sonst schmieren wir hier ab. Wundsalbe. Let's go. Justin. V-Slash. Und Sue wird gleich den Ork da angreifen. Nein! Kommt schon, greift an, greif an! V-Slash. Ja, bei Chrono Trigger war es ja auch so. Da waren wir ziemlich hinten durch, ne? Komm schon zu, bitte. Alles klar, einen haben wir. Mit Justin werden wir... Für den V-Slash können wir nicht mehr einsetzen, ne? Was haben wir eigentlich sonst noch? Nix. Alles klar, dann würde ich mal sagen... Wir greifen normal an. Gib dein Bestes, Justin. Nein, zu. Müssen durchhalten. Ich denke mal, wir haben genug Wundsalbe, aber wir haben zu keine gegeben. Kann es sein? Das wäre extrem schlecht. Ich hoffe, sie hat noch irgendwas, um sich aufzubessern. Es war dumm von mir, automatisch zu drücken. Ich glaube, ich habe Scheiß gebaut. Wir haben noch einen Lebenstrank. Einen Lebenstrank. Erweckt Eingefallenen von den Toten. Eine Granate, 30 Treffpunkte. Wir machen das jetzt einfach mal. Ja, sie ist tot. Scheiße. Justin, bitte, du musst durchhalten, Mann. 9 Punkte. Das ist ziemlich fies. Okay, der ist gestunt. Wir versuchen jetzt unser Glück. Machen alle. Okay. Okay, komm schon. Alles klar. Ich versuch's jetzt einfach mal mit dem Lebenstrank. Aber den haben wir gar nicht, oder? Nee. Geiststein. Den können wir nicht einsetzen. Ja, wir können einfach nur die Wundsalbe einsetzen bei uns. Und hoffen, dass wir den schnell genug down kriegen. Wenn es nur meine Spezialpunkte wieder auffüllen würde. Ja, das ist natürlich schlecht, der hat super fiese Angriffe. Dammit, was machen wir? Der hat noch über 200 Punkte. Sei gestunt. Nicht angreifen. Feueratem, Alter. Nicht schlecht. Fick dich, du Arschloch. Einen Angriff kann ich noch überstehen. Da brauche ich wieder eine Wundsalbe. Okay, ich hoffe, wir schaffen das. Dann haben wir wieder volle Punktzahl, ne? Er macht sich wieder angriffsbereit, dieser Wichser. Mann, ich hoffe, wir schaffen das jetzt. Sein Arsch. Warum können wir keinen V-Slash mehr einsetzen? Hey, wir können ihn wieder einsetzen. Yay! Jetzt gibt's auf die Nuss. V-Slash! Wenn wir volles Leben haben, dann können wir auch mal versuchen, wieder so einen Lebenstrank einzusetzen, würde ich mal sagen. Ach, den haben wir noch gar nicht. Ja, ich bin so... Halt 60 Punkte der Truppe. V-Slash muss ich leider noch aufladen. Egal. Wir hauen drauf. Schaffen das. Komm schon, Justin. Okay, einen Angriff halten wir noch durch. Haben wir genug Spezialtreffer? Nö. Okay, noch 80 Punkte hat er. So viel wie einer dieser kleinen Typen. Ich hoffe, wir schaffen es. Komm schon, Justin. Ah,
Alles klar, noch eine Wundensalbe. Wir haben noch eine letzte. Und eine, die 60 Punkte heilt, aber ich hoffe, wir müssen sie nicht einsetzen. Er darf angreifen. Feueratem. Ich hoffe, wir haben genug Spezialpunkte. Wie viel hat er denn noch? Wir schaffen es. 20. Yeah! Wir haben es geschafft, Leute. Yes! Aber Sue kriegt leider überhaupt keine Erfahrungspunkte. Damit. Damit. Aber der Justin, der rettet den Tag. Wir haben es geschafft, Justin. Jetzt wird Lava uns den Passierschein geben. Was ist denn das? Das sieht übel aus. Wir werden lebendig begraben. Lauf, Sue. Ah, das hätte noch nicht passieren brauchen. Oh Gott. Okay, ja. Komm schon, komm schon. Wir müssen hier raus. Hey, das ist Java. Worauf wartet ihr? Hier entlang. Kommt zu mir rüber. Hey, das ist Java. Aufwachen und Bewegung. Die Mine stürzt ein. Let's ride. Okay. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt. Es wurde doch nochmal richtig spannend. Ah, ich liebe diese Szene einfach, die ist so genial. Vielleicht hätten wir doch ein bisschen mehr die Höhle erkunden sollen. Oh nein, es geht ja wieder rückwärts. Sehr realistische Laterne. Nein, Mann, es sieht echt geil aus. Und wir haben unseren ersten richtigen Dungeon fertig. Yay! Und es kommen noch viel mehr. Oh Gott. Mir ist schwindelig, ich will nicht mehr. Ne? Die stehen einfach so normal drin. Ja, ich chill mal eine Runde. Hast du mal eine Ziese? Ja, okay. Kannst du ja an der verpixelten Lampe anmachen. Okay, das war knapp. Für Sue. Sah gerade so aus, als würde sie rausgeschleudert werden. Hör zu, ein erstklassiger Abenteurer gibt immer erst ganz zum Schluss auf. Aber du hast dir nicht genug Gedanken gemacht, von wegen dem Entkommen. Ihr zwei habt mich enttäuscht. Was? Wir sind also gescheitert? Dabei haben wir uns so angestrengt. Ich sage euch etwas. Ein echter Abenteurer verliert nie den Mut, bei allen Schwierigkeiten. Dort in der neuen Welt von Elencia dürft ihr diese Worte nicht vergessen. Und ihr müsst noch mehr Opfermut zeigen. Hä? Java? Bist du... Ich habe euch ja was versprochen. Na? Sagen wir, knapp bestanden. Hier, ein Passierschein. In die neue Welt. Nimm ihn, Justin. Dampferpassierschein genommen. Ja! Jetzt kann ich in die neue Welt gehen. Nicht schlecht, wow, echt cool. Okay, vielleicht bilde ich es mir ja ein, aber stinkt er nicht etwas? Weil er durchtränkt ist von meinem Blut, Schweiß und Tränen, meiner Seele. Etc, etc. Hör zu, Justin. Deine Flügel hast du nun erhalten. Die gehören dir ganz allein. Meine eigenen Flügel? Aber denk dran, in Zeiten echter Schwierigkeit verlässt sich ein Abenteurer nicht auf einen Passierschein. Auf dein Abenteurerherz musst du dich verlassen. Auf das in deinem Körper. Auf das in deinem Körper und immer vorwärts. Versprich mir, Justin, dass eines Tages erzähl mir deine eigenen Geschichten aus einer fremden Welt. Wann das auch sein wird, ich warte. Klar, versprochen, Java. Ich muss jetzt los. Danke, Java. Ist es nicht großartig, Justin? Komm, das können wir nicht tun. Gehen wir zurück nach Palm, Justin.
Java, kann ich dich was fragen? Weiß schon, wegen dem kleinen Mädchen. Wie sie alle sie nennen, stimmt's? Ich kann nur eins sagen, ein Abenteurer geht allein. Verstanden, Justin? Stimmt was nicht, Justin? Komm, gehen wir heim. Es tut mir so leid. Danke für den Passierschein, Java. Ich hüte ihn wie mein Augapfel. Adieu, Java. Pass auf dich auf, wenn du wartest. Alles klar, wir haben es geschafft. Wir haben den Passierschein und endlich können wir zu dem Dampfer gehen. Und ich würde dann auch mal sagen, wir suchen jetzt schnell eine Möglichkeit zu speichern. Indem wir nach Hause gehen. Alles klar, wir haben den Zug genommen. Anscheinend ohne kleine Cutscene. Was ist los, Justin? Du warst so aufgeregt auf den Heimweg, aber auf den Rückweg warst du still. Wirklich? Es ist nichts. Sag doch, wie ist es auf dem neuen Kontinent? Ich kann es nicht abwarten. Okay. Unser wirkliches Abenteuer wird endlich beginnen, Justin. Ab jetzt wird's hart werden. Wir müssen allen auf Wiedersehen sagen. Sie werden überrascht sein. Aber weißt du, wenn wir beide weggehen, wird Tante Lily einsam sein. So, ich habe vor zu gehen, ohne Mama etwas zu sagen. Sag du ihr auf Wiedersehen. Was? Was meinst du damit? Ich verstehe nicht, Justin. Java hat es auch gesagt. Ab jetzt ist es das Abenteuer kein Spiel mehr. Su, du bleibst hier. Was soll das plötzlich heißen? Wir gehen überall zusammen hin. Wir machen alles zusammen. Ich dachte, wir würden zusammen sein. Ich habe mich schon entschieden. Ich nehme kein Kind mit. Der Dampfer fährt morgen ab. Wenn es dämmert, du musst dich nicht früh morgens von mir verabschieden. Ich bin kein kleines Kind, nein. Ohne mich hättest du nicht mal den Dampferpassierschein bekommen, verstanden? Su. Wir werden dich vergessen, ich hasse dich. Ich verspreche dir, Su. Ich komme als richtiger Abenteurer zurück. Und auf mein nächstes Abenteuer nehme ich dich mit. Versprochen. Hä? Das musste ja kommen. Alles klar. Da sind wir. Und dieses Mal ohne Sue. Leider. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt nach Hause. Oh, Justin. Was ist? Sue ist gerade heulend an mir vorbei. In die andere Richtung gelaufen. Oh, du bist es. Es ist nichts. Nichts. Habt ihr zwei verliebten Zoff? Mach weiter so und Sue wird meine Frau. Ah, kann ich dich bitten, auf Sue aufzupassen? Was ist los mit dir, Justin? Egal, da ich letztes Mal besiegt wurde, werde ich mir eine neue Herausforderung ausdenken. Denk dran. Ganz schön doof. So, egal, gehen wir nach Hause. Mutti, was geht? Willkommen zu Hause, Justin. Das Essen ist fertig. Bla bla bla. Okay, essen wir. Ich mag dein Essen. Was ist los? Du sagst immer wirklich Eintopf? Super! Und freust dich so. Es ist nicht dasselbe ohne Sue. Hast du sie geärgert? Egal, was der Auslöser war. Du als der Ältere solltest dich entschuldigen, verstehst du? Gut, dann iss. Es ist lange her, seitdem wir das letzte Mal zusammen zu Abend gegessen haben. Nur wir beide. Ab und zu ist das nett. Aber weißt du, irgendwie ist es einsam ohne Sue. Lad sie für morgen ein. Ist schon okay, Mama. Sue kommt morgen rüber. Sie wird immer rüberkommen.
Der Eintopf ist heute wirklich lecker. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen so leckeren Eintopf gegessen. Was für ein Aufheben. Ich koche das doch dauernd. Das ist eins meiner besten Gerichte. Ach ja, es ist nur jedenfalls, es ist heute besonders lecker. Extra besonders. Okay, ich verstehe. Du bist ein komisches Kind. Der Eintopf ist genau wie sonst. Übrigens, Mama, wo ist unser Fotoalbum? Fotoalbum? Ich glaube, es ist in der Kommode da drüben. Ist das das Foto von meinem Geburtstag da drin? Ist das Foto von meinem Geburtstag da drin? Das, auf dem ich das Schwert schwinge? Das ist so cool! Ich glaube schon, aber was soll das auf einmal? Übrigens, der Dampfer zum neuen Kontinent fährt morgen früh ab. Willst du dabei zusehen? Schluck. Was ist los, Mama? Wieso sagst du das auf einmal? Jetzt bist du doch noch ein Kind, Justin, aber vielleicht brichst du in ein paar Jahren auch zu einem Abenteuer auf. Wenn du zu deinem Abenteuer aufbrichst, Justin, werden Sue und Gans aber bestimmt traurig sein. Ach, Justin, willst du heute nicht bei mir schlafen? Komm schon, wie früher als Baby. Was redest du da? Ich bin kein Baby mehr. Egal, jedenfalls nicht heute. Justin, nimm das nicht so ernst. Ich mache nur Spaß. Du bist zu komisch. Du bringst mich zum Lachen, dass meine Augen tränen. Mama, nun morgen ich gehe jetzt schlafen. Erzähl's mir morgen. Gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Justin, du gehst auch schlafen. Der Justin will doch so gerne weg. Er muss alle seine Freunde da lassen, um selber ein Abenteurer zu werden. Ich schätze, das war's. Schätze, von diesem Zimmer kann ich mich jetzt auch verabschieden. Okay. Father, I'm sorry. I couldn't tell Mom after all. Father, and Grandfather too. I'm going to the new continent. I'm going to travel the world just like you did. Thanks to your spirit stone, Father. The stone told me that Angelo isn't a myth. It's on the new continent. Now I know. You must have felt like this on the morning of your first adventure, too. Father, do you think I can really be like you? Everyone that Mom tells me about was much stronger and much braver than me. Much, much more like an adventurer. You're right. This is nothing like me at all. Right, Father? I'll leave my picture here for you. I promise that I'll become an adventurer greater than you. Goodbye, Mom. I'm going.
Alles klar, Leute. Wir sind bereit, jetzt zu gehen, aber das machen wir erst in der nächsten Episode. Bis dahin, Leute. Ciao.